Das erste Buch, was ich heute vorstellen möchte, ist Unser Deutschland-Märchen des türkischen, also türkischstämmigen Autoren Dinçer Gücheter. Ich habe extra von unserer türkischen Kollegin mir den Namen sagen lassen, damit ich ihn halbwegs richtig ausspreche. Für diesen Roman hat er dieses Jahr in Leipzig den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Und wir fuhren nach Leipzig zur Messe und ich war wild entschlossen, das Buch sofort zu erwerben, weil dann will ich es lesen. Und dann hatten die das nicht mehr auf dem letzten Messetag. Da war ich richtig sauer. Und naja, wie das bei so Überraschungssachen ist, war das dann auch ziemlich schwierig, das zu kriegen. Aber ich habe es mir dann gekauft und habe es nicht bereut. Dinçer Gücheter ist als Kind türkischer Gastarbeiter 1979 im niederrheinischen Nettetal geboren, wo er auch heute noch mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Das ist sein Debütroman. Nichtsdestotrotz ist er schon seit vielen Jahren als Autor aktiv und schreibt Lyrik und hat einen eigenen kleinen Lyrikverlag, den er mitfinanziert, weil er gleichzeitig als Werkzeugmacher oder irgendwie sowas arbeitet, also neben dem Schreiben wirklich handwerklich tätig ist und das Ganze finanziert. Und es ist also sein Debütroman, das ist ein Familienroman und er schreibt über sich, seine Erfahrungen in Deutschland aufzuwachsen, als Kind von Gastarbeitern, diese Zerrissenheit zwischen, ja, Türke bin ich nicht mehr so richtig, Deutscher auch nicht so richtig. Und das Buch ist kein so ein Roman, den man sofort laufend liest, also liest man schon, aber nicht, wie man sich das so vorstellt, sondern mehr wie eine Collage. Er selbst kommt zu Wort und dann immer abwechselnd die Frauen der Familie. Die spielen nämlich eine nicht zu unterschätzende Rolle im ganzen Familienleben. Sein Vater, durchaus progressiv eingestellt, dass die Frau arbeiten geht, soll sie ja auch. Deshalb ist sie nach Deutschland gekommen. Mitte der 60er Jahre ist sie ihrem Mann also gefolgt. Und dann schuftet sie in Fabriken und auf Feldern und arbeitet und macht und tut. Und der Mann ist ganz, eigentlich sehr loyal zu seiner Frau. Also nicht so ein Superpascha, aber so richtig gebacken kriegt er nichts. Gebacken kriegen in der Familie, wie also ganz oft ist eigentlich nur die Frauen alles. Und es kommen also zu Wort abwechselnd so die Stimmen seiner Mutter, seiner Großmutter und auch Urgroßmutter. Und ursprünglich stammt die Familie also irgendwo aus der Gegend in Anatolien. Und wenn man das erste Kapitel gelesen hat, wo man denkt, das ist ja wohl das tiefste Mittelalter, was sind das für archaische Verhältnisse? Was ist ein Mädchen, was ist eine Frau da wert? Nix. Ist man schon mal satt? Und dann aber die Entwicklung der Frauen, wie stark die sind, also alleine seine Mutter, wie die schuftet, um die Familie durchzubringen und wie sie sich freut, dass ihr Sohn eine ordentliche Ausbildung macht, dass er schlau genug ist und erkennt, er muss, braucht eine Grundlage, gleichzeitig aber auch, dass er sagt, Mutter, eigentlich liegt mir da irgendwie die Kunst denn so im Blut, ne? Also schreiben und so. Es ist ganz toll zu lesen, ich fand es sehr beeindruckend. Es sind also diese unterschiedlichen Kapitel. Es gibt in dem Buch auch Lieder, die abgedruckt sind, so kleine Mythen oder Märchen. Es gibt Gebete und es gibt private Fotos. Und so ist das also ein ganz toller Familienroman, den ich Ihnen wirklich ans Herz lege. Lassen Sie sich nicht vom türkischen Namen oder irgendwie so abschrecken. Das erklärt sehr vieles, finde ich, und es hat mir wirklich sehr gut gefallen.